Das habe ich dem Noah letztens geholt. Achtung, Achtung, alle in Position, Hauptfeuerwehrmanns Ziel. Die Löschfahrzeuge bitte raussetzen, es geht los. Jetzt ist der Kleine in der Kita, jetzt spiele ich ja auch noch alleine damit. Guten Morgen, ihr Hübschen. Ich mache mir jetzt mein Frühstück und der kleine Mann ist jetzt in der Kita. Ihr kennt das ja auch mittlerweile von mir. Ich liebe meine Avocado-Brote morgens. So, dieses Paderborner Brot hier vom Rewe. Ich liebe es. Und die andere Hälfte Avocado. Oh, ich liebe dich so. So, es ist jetzt noch ganz früh. Ich habe auch schon geduscht, bin fertig. Und die Bude muss ich jetzt noch aufräumen. Guck mal, ob ich jetzt hier stehe. Total bescheuert. Mein leckeres Brot. Ich liebe es so. Ich freue mich. So, jetzt werde ich mir noch einen leckeren Cappuccino machen. Und es ist jetzt Freitag, ganz früh morgens noch. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen aufräumen und euch auch dabei mitnehmen. Ich zeige euch jetzt mal, bevor ich anfange zu frühstücken, wie es bei uns morgens aussieht, wenn der kleine Mann, bevor der kleine Mann in die Kita geht. Ja? Also, das ist hier unser Wohnzimmer. Der hat praktisch zwei Kisten. Die eine seht ihr da, diese Piratenkiste. Die habe ich mal beim Tchibo geholt. Und da drüben, diese eine Kiste, da mit den Sternchen. Ja, da sind die Legos drin und in der Piratenkiste ist immer seine Eisenbahn drin. Und so sieht es hier morgens aus. Beide Kisten ausgekippt und dann wird hier immer fleißig gebaut. Er liebt es ja, morgens mit Lego-Steinen einen ganz hohen Turm zu machen. Den Turm macht er sogar größer, als er ist selber und nimmt dann sich noch einen Stuhl, der kleine Mann, und dann stellt er sich sogar noch drauf und baut dann die nächsten Steine oben drauf, bis alle von den kleinen Steinen weg sind. Ja, total süß. Ja, und so sieht es ja auf jeden Fall aus morgens und das muss ich jetzt aufräumen. Die Mama muss das jetzt aufräumen. Damit baut der Kleine immer seinen Turm. Also mit diesen kleinen Dingern hier, also diese Vierer-Legos. Und dann wird er ganz, ganz hoch. Er baut den dann immer und wenn ich sage, so jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir in die Kita, Schuhe anziehen, Jacke anziehen, dann schmeißt er den jeden Morgen um. Das habe ich dem Noah letztens geholt. Achtung, Achtung, alle in Position, Hauptfeuerwehrmanns Ziel. Die Löschfahrzeuge bitte raussetzen, es geht los. Jetzt ist der Kleine in der Kita, jetzt spiele ich ja auch noch alleine damit. Ich hab sie doch nicht mehr alle. Das ist übrigens auch eine Sache, die sich verändert, wenn man Eltern wird, ja. Man wird Gaga auf jeden Fall. Das hier ist übrigens gerade unser aktuelles Einschlafbuch für abends. Das findet der Noah gerade total cool. Das ist auch wirklich süß gemacht. Ich zeige euch das mal. Hier, da erzählen wir immer ganz viel. Also da erzähle ich immer ganz viel, was da gerade so passiert. Und dann legt er sich immer zu mir in den Arm. Und tatsächlich, nachdem ich das Buch einmal durch habe, beziehungsweise ich lese immer nur so ein bisschen hiervon, aber sonst erzähle ich immer, ne, die kleine Maus, die ist dann nass geworden, die Mama trocknet die kleine Maus ab, weil sie hat ja ganz kalte Füße gehabt, weil sie war draußen die ganze Zeit und so weiter und die Mama hat lecker Kartoffeln gekocht und dann erzähle ich mal eigentlich im Grunde genau das, was wir immer so machen, ne? Was ich dann irgendwie zu essen mache und was die kleine Maus dann gleich machen muss und Zähne putzen und ins Bett gehen und Pyjama anziehen und so weiter. Und hier Zähne putzen und so, ne? Und der Noah findet das mal total cool. Und der Junge ist auch echt total süß gemalt hier. Ja, und dann schläft er auch tatsächlich ein. Also wenn wir das Buch dann durch haben, also die Seite findet ihr auch mal besonders cool mit dem Arzt, mit dem Doktorkoffer, mit dem Arztkoffer.
Und dass er hier den ganzen Tieren hilft und dann sagt er nur auch immer, ja, der hat das Bein gebrochen oder hier, der Löwe hat Bauchschmerzen und ja, und der hat hier Zahnschmerzen, das Krokodil. Ja, das ist mal ganz lustig. Also das finde ich ja ganz schön und da kommt er auch richtig runter und wirklich innerhalb von 10 Minuten schläft der kleine Mann total schön. Das ist gerade so unser Highlight-Buch. Ja, das gefällt mir gut. Falls ich das finde als Link, ich verlinke euch das gerne unten nochmal. So, ich räume mal schnell weiter auf, ne? Hallo meine Lovelies, ich habe mir mein Handy heute geschrottet. Ich habe aufgeräumt und dann wie das halt so ist, hatte ich tausend Sachen in der Hand und schnell, schnell, schnell und dann vom Kinderzimmer ins Badezimmer und dann bin ich fast selber gestolpert, ja. Und ich konnte mich selber noch halten, aber mein Handy, guckt euch das mal an. Könnt ihr das erkennen? Es ist von oben runter gesplittert, also. Und wenn ich jetzt damit schreiben will, dann habe ich ganz feine Splitter in meinen Fingern. Ah, wie ätzend, echt. Dann habe ich meinem Mann geschrieben und er meinte, ja, geh mal da und da hin. Da war auch ein Freund von uns neulich. Und jetzt sitze ich hier im Auto und gucke da schräg drauf und ich bringe jetzt mein iPhone hin und die werden es mir jetzt reparieren für 119 Euro. Und dann habe ich schon mit denen ein bisschen gehandelt und jetzt sind wir schon bei 99 Euro, aber da geht noch was, ne? Dabei habe ich halt so viel zu tun, ne? Ich muss noch schneiden, dann muss ich eigentlich noch ein anderes Video drehen und so weiter und so fort. Ja, und ich habe heute die totalen Kopfschmerzen, eigentlich gar keine Lust, sowas zu machen. Jetzt hier extra hier hinzufahren und gleich noch zu warten und so, ich hole mir jetzt erstmal ein Cappuccino. Ja, und der Noah, der ist heute endlich mal wieder in der Kita. Die hatten jetzt Freitag frei, Montag, Dienstag und Mittwoch. Und ja, das sind natürlich dann so gebundene Tage. Ist ja schön, mit dem Kind zusammen zu sein. Vor allem jetzt, wo die Sonne wieder scheint. Ist echt ganz cool. Aber da kann die Mama nichts machen, so arbeitstechnisch, ne? Aber dafür war ich halt mit dem kleinen Mann laufen, draußen, bei Sonnenschein, im Jogger. Und das war echt cool. Könnt ihr auch immer genau beobachten, was ich so mache, auf Instagram unter runninggirl_linda. So, ich gehe jetzt mal da rein, weil jetzt ist schon 14 Uhr und ich will mein Handy wieder haben. Aber wisst ihr, was heil geblieben ist? Meine Hülle mit den Einhörnern. So ein Kitsch. Ich finde das so süß. Jetzt ist hier wieder alles hergestellt, ne? Die Ordnung ist wieder hergestellt und heute Abend zeige ich euch meine leckeren Backofenhähnchen mit ganz viel Gemüse und ja, mein Sohn liebt sie total, ist echt was für Kinder, schön bunt, ja, mit Zucchini und so weiter und Fenchel, was ich nicht alles da reinmachen werde und ich guck mal, was ich noch so an Gemüse habe, ne? Es ist heute 22 Grad hier bei uns in Köln und ja, das Wetter ist so schön und ich werde gleich auf jeden Fall nutzen und auch mal gleich rausgehen. In den Garten, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, wo immer ihr auch gerade seid, ihr wisst schon, passt gut auf euch auf und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.